Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Planet bei Densen und wir sind weiterhin in Alaska, diesmal endlich. Mir kam es vor wie Jahre, aber es waren nur 3 Tage jetzt, oder 2 Tage, naja 3 Tage. Endlich habe ich diese einzigartige Stierforelle gefunden und auch noch gefangen. Das ist einfach nur godlike. So, dann fangen wir an mit dem Fisch. So wie immer, sieht richtig schön aus, das Ding. Ich bin zufrieden mit mir. So, alles klar. Natürlich behalten. Dann schauen wir uns den Spot mal an. Wir gehen auf diesen Spot. Und zwar auf diesen Spot. Und dann gehen wir zu einer Stelle. So, sorry, ich habe hier ein paar kleinere Lecks gehabt, deswegen die kleine Unterbrechung im Video, aber viel davon mitbekommen habt ihr wahrscheinlich nicht. So, und zwar, wir waren jetzt beim Spot. Wir gehen hier rüber, da tauchen wir auf ungefähr. Wir gehen zu diesem Stein, der im Wasser ist, der erste, im Endeffekt nach dem Baumstamm. Und dann gibt es hier so eine kleine Einbuchtung, sag ich mal, ins Wasser. Und da gehen wir hin, dass wir so weit wie möglich links stehen. Und hierbei gibt es vieles zu beachten. Dieser Fisch ist recht schwierig zu fangen. Die Köderführung ist nicht ganz einfach. Und zwar, ihr müsst hier zwischen diesen beiden Steinen am besten werfen. So ungefähr. Dann werfen wir mal aus. Und das Problem ist hier, jetzt habe ich zum Beispiel das nicht getroffen, was ich wollte. Das Problem ist einfach nur hier die Strömung. Die Strömung, der Köder, der schwimmt direkt weg. Aber das macht hier nichts, weil der Fisch trotzdem beißt. Das spielt hier keine Rolle und ja, das klappt hier wirklich. Also die Bissrate von diesem Fisch ist nicht wirklich hoch. Wie gesagt, zwischen diese beiden Steine. Deswegen wurde er auch noch nicht so oft gefangen, vermute ich. Ich weiß es nicht. Also von mir wurde er jetzt das erste Mal gefangen. Tofis habe ich gehabt, aber das war jetzt der erste einzigartige. Und dass man da hängen bleibt, das macht auch nichts. Macht euch wirklich keine Sorgen, da kommen die Fische und die beißen. Ihr seht hier zum Beispiel den Fisch. Das ist der Fisch, der da nebenbei auch zwischendurch beißt. Die Dolly-Forelle, so sieht sie aus. So sieht sie aus, du bist. Ja, wir sind aber hier wegen der Stierforelle. Das ist halt die Köderführung. Auf Stufe 3 am besten Stop and Go. Ihr wirft rein. Ich zeige es nochmal. Ihr wirft rein. Schon wieder daneben. Dann am besten die Rute so ein bisschen weiter links, dass der Köder weiter drinnen bleibt. Und wenn der Köder nicht sinken will, dann müsst ihr ein Stück vor. Dann sinkt er wieder. Also die Köderführung hier ist nicht ganz einfach, vor allem wegen der Strömung. Und ich habe leider bis jetzt keinen anderen Spot gefunden, wo man diese Forelle fangen kann. Sobald ich was habe, melde ich mich. So, das war die Köderführung und zwar kommen wir zu der Zeit. Die Zeit ist bei Sonne von 6 bis 8 Uhr. Warum sage ich sofort? Weil ich bei von 6 bis 7 ziemlich viele Trophäen hier an der Stelle hatte. Also die Bissbereich ist ungefähr hier, der an der Stelle. Als Köder habe ich Bullet Spinner 24 Gramm, 3 Nuller, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, die zeige ich euch auch. Die wären, hier seht ihr es, ich habe hier ziemlich viele Trophäen gezogen. Mit dem Bullet Spinner
dann mit dem Single Spinner und Nimbus funktioniert hier genauso. Alles morgens, wie gesagt, von 6 bis 8 Uhr könnt ihr diesen einzigartigen Fang. Lasst euch nicht runterkriegen. Die Bissrate ist echt mies. Also, und ja, mein Equip sieht wie folgt aus: Ich habe die Zeus 270, die Vortex 5500, Fluor 06, Bullet Spinner, wissen wir ja. Dann, ja, das war es erstmal. Und bei dem Nimbus, wenn ihr den benutzt, solltet ihr am besten den 25 Gramm. 25 Gramm G-Cat benutzen, dann geht das. Und die Köderführung ist, wie gesagt, hier total für den Arsch. An dieser Stelle. Was ist überhaupt hier an den Steinen recht schwierig zu fischen? Ja, mit dem Nimbus ist noch ein bisschen schwerer sogar, weil er ein bisschen schwerer ist und keinen Auftrieb hat, ist das recht schwierig, aber es geht auch. Die beißen, wie gesagt, von hier bis hier circa so. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich was vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Der Drill kommt jetzt sofort vom Einzigartigen und ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.